So, jetzt haben wir es einbaut. Eine neue Boxmooranlage in den BMW F10. Das ist der 5er, die Limousine. Und in die 3er haben wir es ja schon einbaut. Ihr merkt es vielleicht auch gerade, ich bin jetzt echt schnitzelfertig. Es ist auch bockheiß bei uns in der Halle. Aber ich muss auch sagen, der 5er, der hat einfach noch mehr Gewicht. Egal, was du auseinanderbaust, die Sitze sind schwerer, alles ist schmaler, die Schrauben sind länger, es ist, strengt wirklich ein bisschen mehr an. Aber wir haben jetzt Boxmoor DSP Extreme einbaut. Das heißt, wir haben jetzt unter dem Sitz nicht wie die normale DSP oder GT-Version die 4 Ohm Tieftonchassis, sondern 2 Ohm Tieftonchassis. Das heißt, wir holen aus der Endstufe, aus der DSP 130.4 von Mosconi noch ein bisschen mehr Leistung raus. Und wir haben noch mehr Dämmmaterial, wo wir jetzt auch den Schweller, also rechten und linken Schweller, das sind ja die Hohlkörper für den Bass, die haben wir noch mitgedämmt. Und ja, ich glaube, das Video, das wird ganz cool. Also unser BMW hier, der 5er, der hat jetzt ein Standard-Soundsystem drin gehabt. Das war so, dass wir jetzt die Kabel auch bis zum Tieftöner unterm Sitz verkabeln haben müssen. Wer ein Aktiv-Soundsystem, also ein Hi-Fi-System von BMW hat, wir reden nicht von Harman Kardon oder wie auch immer die alle Dinger heißen, vom Hi-Fi-System, die haben bereits ein Verstärker hinten im Kofferraum drin, das erleichtert den Anschluss, weil bereits an dieser Stelle alle unsere Kabel sind. Und wer so ein Fahrzeug hat und ein Boxmoor-System kauft, bekommt auch den passenden Kabelsatz damit zugeliefert. Bei unserem F10 haben wir die Standard-Soundanlage drin. Ich habe mir den vorher auch noch mal angehört gehabt. Da ist eh levelmäßig schon ganz schnell Schluss. Das heißt, du kannst rechts drehen. Das ist überhaupt gar nicht laut, aber es wird auch nicht lauter. Ja? Du hast natürlich auch keine Verzerrung, aber es macht auch nicht wirklich Spaß, richtig Gas zum Geben. Das Problem haben wir definitiv schon mal gelöst, weil mit 4x130 Watt RMS-Leistung, beziehungsweise wie die Subwoofer noch ein bisschen mehr, haben wir schon viel mehr Dampf drauf, also das ist alles kein Problem mehr. Wer sich jetzt fragt, naja, geile Sache eigentlich mit dem Boxmoor-System, das ist jetzt ein BMW F10, wir haben es für einen F31, für einen F30 haben wir es, glaube ich, oder haben wir zwei F31, weiß gar nicht mehr. Haben wir das alles schon gedreht? Welche Fahrzeuge können wir denn mit Boxmoor sonst noch abdecken? Das könnt ihr alles bei uns im Videobeschreibungstext oder natürlich auch bei den einzelnen Produkten bei uns im Webshop nachlesen, welche Fahrzeuge dafür alles geeignet sind. So, und jetzt machen wir noch einen Rundgang. Was haben wir überhaupt am Fahrzeug gemacht? Wir haben das Ganze Multimedia-System überhaupt gar nicht angerührt. Also das ist so drin, wie es vorher war, da ist überhaupt gar nichts passiert. Wir haben die Lautsprecher ausgetauscht, in dem Fall hatten wir noch nicht mal Hochtöner drin, sondern haben erstmal das Spiegeldreieck so getauscht, dass auch die Möglichkeit ist, einen Hochtöner zu integrieren. Wir haben zusätzlich einen neuen Mitteltöner installiert und wir haben die Underseat-Bässe, also die Subwoofer, die unterm Sitz installiert sind, ausgewechselt in neue bessere Lautsprecher und wir haben eine komplette Dämmung vorgenommen von der Fahrzeugtüre und von den Seitenschwellern unten drunter und natürlich auch der Korpus von dem Bass im unterm Sitz. Und wir haben im Kofferraum hinten versteckt eingebaut eine große 4-Kanal-Endstufe. So groß ist die gar nicht, aber leistungstechnisch ist sie groß. Und das war es eigentlich schon. Haben die Stromversorgung zu der Endstufe gelegt und das Ganze jetzt kabeltechnisch verbunden. Das ist unsere Boxmoor Soundanlage. Und die zündet jetzt richtig gut. Da ist zwar noch kein Subwoofer drin, der so richtig brutalen Druck macht, aber das, was vorher drin war, die Standardanlage, die schnupfen wir mit der linken Arschbacke. Aber jetzt nehme ich euch mit, wie wir das Ganze umgebaut haben.
Unsere neue Boxmoor geht jetzt mit dem Pegel genau so weit, dass man so laut aufdrehen kann, dass man sich nicht mehr unterhalten kann mit seinem Fahrnachbar. Das heißt, es macht natürlich viel mehr Laune. Der Bass ist viel, viel präziser. Der pumpt hier vorne auch bei mir hier. Der ist eigentlich auch ziemlich normal, weil er eh schon hier vorne dran ist. Aber durch die Präzision und durch die Power, die wir jetzt haben, und durch die Dynamik, klingt es halt schon nochmal ein ganzes Stück anders. Und auch die Höhen und die Stimmen. Höhen sind grundsätzlich hier viel brillanter als vorher, weil vorher gab es eigentlich gar keine Höhen. Da hat nämlich der Mitteltöner so ziemlich alles gemacht, was es irgendwie zu machen gibt. Und der kann das natürlich im Hochtonbereich nicht so gut machen wie jetzt unsere neuen erweiterten Hochtöner. Und natürlich ist alles auch Laufzeit korrigiert durch den Soundprozessor. Das heißt, ich habe jetzt auch die Stimmen aus einem Guss. Das klingt also hier, wenn jemand singt, als Punkt. Das ist also nicht überall kommt es her, sondern man hat so das Gefühl, der, wo singt, sitzt auf der Motorhaube und singt speziell für mich. Es gibt von Boxmoor das Einsteiger GT-System. Das heißt, wir wechseln alle Lautsprecher aus. Wir haben aber noch keine DSP-Sound-Endstufe mit integriert, die ein persönliches Setup für dieses Fahrzeug ermöglicht, sondern nur mehr Leistung, neue Lautsprecher, neu verkabelt, voll cool. Die DSP-Variante, also Boxmoor BMW DSP, hat, wie es der Name schon sagt, in der Endstufe einen Soundprozessor integriert, wo wir dann auch ein fertiges Setup mit ausliefern für dieses Fahrzeug und genau für diese Kombination. Also sozusagen die fast perfekte Ausstattung dafür. Und dann gibt es noch das BMW Xtreme, also BMW DSP Xtreme. Und da haben wir noch neue Tieftöner drin. 2 Ohm Tieftöner, das heißt, die lutschen aus der Endstufe noch ein bisschen mehr Leistung raus und wir haben noch mehr Dämmmaterial dabei, das wir an dem Fahrzeug auch noch mehr genutzt haben, um die Teile ruhig zu stellen, damit noch mehr Soundqualität da ist. Gut, das war's. Ein BMW F10 mit dem Boxmoor-System. Ich hoffe, ihr habt das soweit alles registriert, wie das funktioniert, zum selber nachmachen vielleicht auch, rechnet ein bisschen Zeit mit ein. Also als Tipp von mir, sowas braucht als Anfänger, wer sowas zum ersten Mal macht und jede Schraube in Frage stellt, vielleicht doch 6 bis 8 Stunden, würde ich mal sagen. Ja, aber ansonsten habt ihr, glaube ich, die Möglichkeit, das easy nachzumachen, weil es ist halt mal Plug and Play. Wir zwicken keine Kabel ab, alles ist zum Zusammenstecken. Ich finde es geil, das ist eine voll futuristische Anlage. Futuristisch in dem Sinn, weil es halt einfach so ist, wie man es gerne in Zukunft auch hätte von anderen Herstellern. Und Boxmoor geht da ganz weit voraus und gibt sich ganz viel Mühe, damit wir so individuell arbeiten können, für jedes Fahrzeug eine coole Lösung zu haben, ohne Kabel zwicken oder irgendwas kaputt zu machen. Danke fürs Zuschauen. Wir wünschen uns immer ganz viele Daumen hoch. Schmeißt mal eure Kommentare unten rein. Wie gefällt euch das Video? Vor allem, weil wir dieses Mal das Video in einem anderen Style gemacht haben. Sagt mal, wie gefällt euch das? Und danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Olli.